da, 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 ja, ja. So innovativ wir an der einen Seite sein mögen, so trotzig können wir auf der anderen Seite sein. Insbesondere, wenn es um ein Stück geht. Jeder hat gesagt, ihr müsst unbedingt Hamilton anschauen in New York. Ihr müsst unbedingt Hamilton anhören. Hamilton, Hamilton, Hamilton. Okay, bei... Okay, bei $2,000 pro Ticket ist es uns sehr, sehr leicht gefallen, New York doch eher ein, zwei andere Stücke anzuschauen, ja, für den Preis. Jetzt ist es nach London gekommen und jeder hat wieder gesagt, Hamilton, Hamilton, Hamilton. Was haben wir gemacht? Wir haben uns Hamilton-Tickets 5 Monate vorher geholt, bevor wir in London waren. Ja, nicht für $2,000, sondern für ein bisschen mehr als 80 Pfund in der zweiten Reihe. Ja. Es ist machbar. Und nämlich, es war der große Moment, wir haben uns, lange Rede, kurzer Sinn, Hamilton angeschaut und... Ja, das ist alles, was ihr bekommt. 2 Fransen mit dem... Das ist das Ticket. Ticket. Also nee, es ist nicht das Ticket, es gibt keine Tickets. Es ist nur dein Erinnerungszettel, wo du sitzt. Der Erinnerungszettel. Ja, nein. Das heißt, wir haben gar keine offiziellen Tickets, nein, von Hamilton. Nein, das ist kein Ticket. Es gibt okay, keine Tickets. Offiziell ist es kein Ticket, aber Fans sagen, es ist ein Ticket. Es ist so, kein Ticket. Kommen wir zur Geschichte von Hamilton. Es geht um Alexander Hamilton, der einer der Gründerväter der USA ist. Wer ist Alexander Hamilton? Richtig, das ist die große Frage. Wer ist Alexander Hamilton? Darum geht es in diesem Stück. Alexander Hamilton, man begleitet ihn quasi sein komplettes Leben lang. Man sieht, wie er politisch Karriere macht, aber auch wie er bei diversen Frauen gut ankommt. Gleichzeitig erfährt man aber, dass er diverse Gegenspieler hat, die das gar nicht so toll finden, dass er politisch einen Schlag nach dem anderen macht und die halt schön dagegen wettern. You'll be back. Egal. War das gerade aus Hamilton? Ja. Ja. Da, und da kommen wir nämlich dazu. Es gibt, also man muss sich, bevor man dieses Stück anschaut, Moment, die CD anhören oder zumindest mal bei Wikipedia durchlesen, um was es eigentlich geht. Die CD hilft überhaupt gar nicht. Ja, aber man sollte zumindest mal den Wikipedia-Eintrag durchlesen, weil das Stück reicht für 5 Akte. Mindestens. Mindestens. Und, aber ich wollte noch hinzufügen zur Geschichte, Hamilton ist eigentlich ein kleiner Egoman noch zwischendurch. Eigentlich ist er ein karrieregeiles Arschloch. Und das hilft nicht unbedingt in allen zwischenmenschlichen Kisten. Das ist halt diese USA-Nummer, diese Tugenden und du musst erfolgreich sein und so weiter. Ja, aber er lässt seine Frau ganz schön auf der Strecke dabei. Und das ist ein bisschen unter... Nicht nur seine Frau, aber naja. Auch seine Kinder Hamilton. Und so weiter. Ja. So, Hamilton. Ja, wo fangen wir an? Also diesen Hype können wir tatsächlich verstehen, denn es ist was komplett anderes. Zum einen natürlich durch diese Hip-Hop-Musik und diesen Beat. Für mich, danke. Nee, es ist doch so, oder? Es ist super eigen. Also, ich habe am Anfang, als ich Hamilton angehört habe, ein bisschen Angst gehabt, weil ich hasse Rap. Und ja. Ich weiß, wie es ist. Es ist nicht dieses durchkomponierte wie bei Phantom der Oper, das ist es nicht. Es ist aber durchkomponiert. Und weil der Rap nicht als Rap, in den meisten Fällen zumindest, wenn man die Cagefights mal rauslässt, also Cagefights sind so, sie setzen sich vorne hin und... So Duelle. So, die rappen sich gegenseitig nieder. So. Und ich kann euch sagen, hey, ihr versteht nicht am Ansatz. Meine Mutter, und sowas. Ungefähr ohne Fick deine Mutter. Ja, genau, aber so in der Ecke ist es. Ja, und ansonsten, dieser Rap, den ich da als störend auf dem Album empfunden habe, ist nicht mehr störend auf der Bühne, weil der Rap hat dann nämlich die Funktion, zwischen den einzelnen Liedern das Ganze einfach mit der Geschichte zu verbinden. Ja. Und da, also, sie reden wenig und da hat es auch wirklich gepasst. Und das heißt, diese ganzen Rap-Parts und diese ganzen Zwischenparts fassen quasi, sagen wir es mal so, 10 Jahre Geschichte in einer Minute zusammen. Also da wird einiges ganz schön zack, zack, zack. Und jetzt kommt ein Vergleich, den du nicht so magst. Oh Gott, nicht wieder das, bitte nicht, nein. Hamilton ist im Prinzip inszeniert und von der Art, wie sie es machen, wie der Glöckner von Notre Dame. Vom Bühnenbild her, doch, du hast auch dieses Gemäuer und du hast eine rumfahrende Treppe. Auch die Art, wie sie es erzählen, die ganze Geschichte, das mal innerer Monolog. Dann erzählt er wieder eine Geschichte weiter, er erzählt weiter und so weiter. Also bei, Entschuldigung, beim Glöckner von Notre Dame hast du es die ersten 10 Minuten. Ich finde, von der Machart her, gut, bei Glöckner hast du keinen Rap, von der Machart her ist es ähnlich wie der Glöckner von Notre Dame und es gefällt mir sehr, sehr gut. Hat mir beim Glöckner nicht so gut gefallen wie bei Hamilton. Bei Hamilton habe ich einfach, das Bühnenbild ist sehr, sehr statisch, aber sehr detailreich. Ist okay, würde ich sagen. Ja, wie beim Glöckner. Jetzt sei doch ruhig. Du hast auch so eine Treppe, wo du jemanden durch die Gegend schieben kannst. Die Musik finde ich unglaublich innovativ. Vor allem My Shot, dieses Lied, was wirklich von Anfang bis Ende in verschiedenen... My Shot. ja, genau, genauso haben sie es komponiert. My Shot. Nein, es ist wahrscheinlich nicht so, aber es ist ungefähr so. My Shot. Jetzt weiß ich, warum du Rap-Musik nie magst. Weil ich... Nein,
Es ist sehr, sehr innovativ gemacht, aber es hat auch Lieder zwischendrin, die ich glaube, ich habe Michelle 14 Stunden mit König George genervt, mit diesem wunderschönen Lied. Ja. Wenn der kommt. Und da singt auch das ganze Publikum mit, weil es sensationell ist. Das Lied zum einen ist so ein bisschen wie die Beatles, aber der Darsteller ist auch sensationell. Die Musik ist wirklich geil. In manchen Punkten verstehe ich sie nicht, weil sie einfach in einer Geschwindigkeit auf Englisch gerappt wird. My shot. Nee. Es gibt einen, der heißt Lafayette, der ist ja eigentlich der Franzose da drin. Wenn ihr den hört auf der Bühne, der hat eine Geschwindigkeit drauf, ein ICE ungefähr als Darsteller. Krass, verstehe ich nicht. Es ist aber trotzdem geil. Und was ich geil finde an der ganzen Inszenierung ist, es ist, ich werde schon zum Künstler mittlerweile. Oh. Es ist unglaublich künstlerisch. Ich finde, ich habe noch nie ein Musical gesehen, was so abstrakt künstlerisch einfach gemacht ist. Aber nicht so, dass es mich abfuckt. Du meinst den Tanz oder wie? Also die Choreografie ist halt, sie haben es sehr ausdrucksstark, sehr contemporary. Oder die Kugel wird so dargestellt mit einer kleinen Chinesin, die in dem Fall eben... Bist du sicher, dass das eine Chinesin war? Nicht, dass wir jetzt Probleme kriegen wegen Rassismus oder sowas? Vielleicht war es auch eine... Es war eine Asiatin. Koreatin. So. Koreanerin. Aber ich hätte bei anderen Musicals, hätte mir das missfallen. Aber das ist einfach so ein Gesamtkonzept, wo es sehr, sehr gut aufgeht. Ja, die Darsteller... Alle super. Wir hatten First Cast bis auf Alexander Hamilton. Der wurde gespielt von Sifiso Matsibuko. Der ist Cover, aber hat es auch sensationell gemacht. Aber war nicht so sexy wie der Original Hamilton, muss man auch sagen. Aha, haben wir uns da informiert, wer sexy ist und wer nicht? Ja, deine Arbeitskollegin hat ja da viel gesagt. So. Ja, ich habe eine Arbeitskollegin, die kennt das ganze Stück auswendig. Die feiert jede Woche Hamilton gewusst. Die feiert, ohne Witz. Großartig. Nachdem die eine Woche, also die war in Hamilton und eine Woche später hat die den einwöchigen Geburtstag, ich war in Hamilton gefeiert. Ich liebe sie dafür, großartig. Grüße Steffi. So, haben wir irgendwas vergessen? Nein, ich finde es ein sehr geiles Musical. Ich habe an manchen Stellen die Geschwindigkeit doch nicht ganz verstanden, dass es so wirklich schnell war und... My shot. Du bist doof. Ja. Es ist aber schon so in der Richtung. Ja. Deswegen für mich ein Theatererlebnis, was ich sehr, sehr gemocht habe, aber wo ich an manchen Stellen doch etwas gerne hätte mehr verstanden. 9 von 10 Punkten. Geile Scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass ich Hamilton nur 3 Punkte gebe, weil am Anfang... Nur 3 Punkte? Du gibst doch nicht nur 3 Punkte. Nein, ich hätte gedacht, Hamilton gebe ich nur 3 Punkte und jetzt auf einmal... 9 von 10. Ich gebe auch 9 von 10 Punkten. Wir sind uns immer einig. Ja, Entschuldigung, in der letzten Zeit. Aus den gleichen Gründen, wie du es gesagt hast. Und zwar, ich hätte gerne mehr vom Text verstanden. Das ist auch der Grund, warum ich nicht glaube, dass Hamilton in Deutschland erfolgreich sein wird. Erstens, also sagen wir es mal so, klar kannst du es natürlich auf Deutsch übersetzen, das ist gar kein Problem. Aber, und jetzt kommt's, in Deutschland juckt die Geschichte von Hamilton. Da siehst du Hamilton, meine Mutter denkt schon, das wäre der Rennfahrer. Es interessiert keine Sau. Wäre der Fokus nicht zu sehr auf diesem historischen, sondern viel mehr auf der Liebesgeschichte, die spielt zwar auch eine Rolle, aber wäre der Fokus mehr auf der Liebesgeschichte und weniger auf dem historischen, würde es auch in Deutschland funktionieren. Ich glaube, eine englischsprachige Tour, so ein paar Wochen in Deutschland, zum Beispiel in vielleicht München, irgendwann. Köln, Hamburg, das würde gerade noch funktionieren. Ansonsten interessiert sich in Deutschland leider das große Musical-Publikum. Ja, die Hardcore-Fans, wir, ne? Wir natürlich. Aber ansonsten denkt jeder so, what the fuck, who is Hamilton? Interessiert mich nicht. Leider. Und ja, übrigens, die Kostüme sind affengeil. Verdammte Das ist so eine Mischung aus sehr, sehr modernen Schnitten und sehr, sehr alt gemacht. Boah, ich liebe es. Und wenn ihr Tickets buchen wollt, also unser Tipp... 3 Jahre vorher. Ja, bei Hamilton ist es wirklich so, wenn ihr jetzt nur wegen Hamilton nach London geht, bucht zuerst die Hamilton-Tickets und dann den Urlaub, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite. Andersrum können wir nicht garantieren, dass ihr Tickets... Aber es gibt immer mal wieder Stehplatzkarten, wenn gar nichts mehr geht. Das Theater ist jedenfalls bumsvoll und das zu Recht. Und checkt die Seite www.seatplan.com. Da könnt ihr automatisch vorher schon gucken, durch Anklicken, wie die Sicht auf diversen Plätzen ist. Ja, also wir diskutieren mit euch. Das wird bestimmt eine Mega-Diskussion, weil es gibt die Hamilton-Liebhaber, die Hamilton-Hasser. Wir diskutieren sehr gerne mit euch so zwischen den Fronten. Mögt ihr Hamilton nicht? Weil wir sind jetzt zum Hamilton-Fanclub übergegangen. Nein. Also ich habe noch nicht unterschrieben beim Hamilton-Fanclub. Ja, aber es ist gut gemacht. Im Herzen zumindest. Im Herzen. Natürlich. Natürlich, wie immer, liked uns und hinterlasst uns ein Abo, dann kriegt ihr noch viel mehr von den Videos. Ja, oder wie wir sagen würden, Abo. Du bist so ein Depp, echt. Das hängt dir jetzt nach, ne?